Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Truck Dealer Simulator 2 mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ich habe die Nacht mal übersprungen, wie ihr unschwer mit erkennen könnt. Und ich habe mal ein bisschen aufgerüstet. Ich habe also die ganze Nacht in dem Falle einfach mal genutzt. Ich hoffe, das ist soweit okay gewesen. Ne? Ich habe mein Versteck mal ein bisschen aufgerüstet. Haben wir jetzt hier unsere Trockner mit drin. Man konnte natürlich nichts aus dem Bunker oben abbauen und hier neu aufbauen. Ich musste alles neu kaufen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Habe mich dann aber dazu entschieden, statt eine Growbox zu nehmen, hier dieses Rack für Pflanzen. Das ist nämlich Light T2. Mit dazu, aber ich kann hier aktuell noch nichts machen, weil hier brauchen wir deutlich mehr Dünger und hier haben wir auch mehr Rezepte zur Verfügung. Ihr seht, wir können jetzt das normale nehmen, wir können so weibliche und männliche Pflanzen, dafür brauchen wir aber irgendwie Setzlinge oder Dings dafür, die ich noch nicht habe, davon mal abgesehen. Und in den Rack haben wir auch mehr Dinger hier zur Verfügung, also sprich Teile, die es halt schneller machen und wir kriegen halt dementsprechend mehr Output raus. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Das habe ich hier alles. Dann habe ich hier schon mal einen Schrank hingestellt und ein bisschen hier und ein bisschen da und einen Backofen und so ein Bottich, dass wir jetzt so langsam an diese Amphetamin-Geschichte halt mit reinkommen. Das Ding ist halt, wir brauchen, ihr seht ja hier, Pensil irgendwas, Kaliumoxid und Ethanol. Ich muss erst mal gucken, wo ich das Zeug herkriege. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe da noch keine Ahnung. Deswegen schauen wir mal, wie es insgesamt wird und so weiter. Und hier haben wir ja noch nebenbei die eine Mission mit dem Pflanz, wo wir dann, wie ich aus den Kommentaren gelesen habe, danke für die Kommentare wie immer, dass wir dann über so einen Tisch, den wir dann über die Dings erst freischalten, also über die Missionsstränge erst freischalten, dann irgendwie dort hinkommen. Es ist alles so oder so eine komplett wilde Nummer, sage ich mir da immer wieder. Aber gut, ich gehe jetzt nochmal kurzerhand hier rüber auf die eine Geschichte und gucken wir mal in den Supermarkt dort an, was da am Ende Phase ist, also ob ich da diese komischen Substanzen bekomme. Eine Frage generell habe ich aber noch, die ihr mir gerne in die Kommentare schreiben könnt. Wo kriege ich denn neue Mitarbeiter her? Also, muss ich die irgendwo anquatschen? Kommen die zu mir? Ist das questbedingt? Weil ich würde halt gern so langsam, aber sicher hier auch einen Dealer auf der Insel einstellen wollen. Weil das ja sonst nur noch abartig ist mit den Abarbeiten. Aber bis jetzt kam noch nichts in der Richtung halt dazu. Ja, das ist halt so die Sache. So, ich nehme erstmal den Dünger. Ich habe nicht mehr allzu viel Geld. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir müssten dann auch langsam, aber sicher hier erstmal wieder was machen. So, Ethanol habe ich hier. Das ist zwar cool, aber dieses Excel-Dill oder was das auch immer am Ende des Tages ist. Das finde ich hier wiederum nicht. Wasser habe ich genug. Aber das Stock Essig brauche ich nicht. Stretchfolie brauche ich nicht. Gut, ich koche erstmal hier den Spaß. Mal gucken, mal einen Kochtopf. Ja, den brauchen wir eigentlich für den Backofen. Nehme ich gleich mal noch einen Kochtopf mit. Schadet bekanntermaßen ja nicht. Eine Packung Tabak bräuchte man später auch. Wasser in größeren Gefilden ist jetzt auch nicht verkehrt. Aber wo zur Hölle kriege ich denn dann dieses komische Ethanol her? Come back soon. Ja. Es bleibt spannend, generell. Also, eigentlich würde ich ja gern in die Richtung dann jetzt mal gehen. Aber wir brauchen Mehl. Also, Mehl werden wir vielleicht im Supermarkt kriegen. Gut. Aber dieses Ethanol habe ich jetzt hier gekriegt. Auch cool. Aber dieses Kalium hast du nicht gesehen. Boah. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo ich das herbekommen soll. Aber gut, wir werden uns gleich mal hier die eine Mission noch mal mit annehmen.
dass wir diese Blunt-Geschichte da irgendwie freischalten können, irgendwie so. Schauen wir mal. Mal gucken, wie es wird. Ne? Wie es wird, wie es wird, wie es wird. Achso, und ich habe hier mal ein Upgrade dran gehauen. Ich habe hier noch ein neues Türschloss dran. Erhöht irgendwie die Sicherheit von. Hast du nicht gesehen? Fragt mich nie. So, dann haben wir das Ethanol hier mit eingepackt. Das ist dann dementsprechend auch irgendwo. Ach, hier Ethanol, 2 Kilogramm, genau. Dann packe ich den Kochtopf hier rein. So, das passt auch schon mal. Dann packe ich mal hier noch den Dünger aus. Machen wir nämlich schon mal 4 Kilo. Dann kann ich nämlich jetzt hier endlich mal. Vorher kann der sogar mal 2 machen. Ah ja, das ist der große Vorteil an der Geschichte. Okay, coole Sache. Dann haben wir wenigstens da erstmal, was das Gras angeht, erstmal noch ein bisschen was Safes. Und mal das bitte noch auspacken. Genau. Ja, und der Rest läuft dann jetzt halt erstmal soweit. Ich habe jetzt noch 20 Gramm einzeln einstecken, das ist okay. Um 9 kommt dann erst die ersten Anfragen. Gut, dann werde ich jetzt mal die Mission hier endlich fortführen. Yo, what's up, man? I have some cash on me. Ich habe You have a eine deal or what? gute, die ich überlege mir. So, Yeah, treffe look, sometimes you'll gain special clients that'll make larger and more fancy orders. To gain their attention, work your demand up for certain drugs and areas. So, spezielle Kunden geben die Möglichkeit, mit einzigen Verkauf mehr Geld zu verdienen. Sie bestellen größere Mengen. Okay, kann ich mir jetzt hier im Journal mir das Ganze angucken oder was? Besondere Kunden. Ihre Bestellungen unterscheiden sich von den normalen Kunden. Du kannst größere Aufträge oder sogar Bestellungen für einzigartige Drogenformen wie Kekse oder Blunts erwarten. Cool. Da steht dann jetzt hier ein Verkauf im Kalender geplant. Stelle die Joints her und liefere sie ab. 15 Blunts, ja. Habe ich dafür dann jetzt dementsprechend auch die Rezepte freigeschalten? Das wäre ja erstmal. Ich gehe das mal hier hin, danke. Das wäre ja jetzt erstmal an sich gar nicht so verkehrt, beziehungsweise da brauche ich ja so einen Tisch dafür. Ne, für die Blanz. Also nicht so eine Industrietafel, sondern gehen wir mal kurz ins Möbelgeschäft. Schreibtisch ist jetzt auch nicht so. Was ist denn das? So ein Werkstisch? Also den wir bei uns im Bunker oben haben. Brauche ich da was da dafür? Weil hier im Möbelhaus kann ich mir den ganzen Schnulli in dem Falle gar nicht kaufen. Kleiderschrank, das ist eine Chemietafel. Übliche Ausstattung, die Durchführung einfacher chemische, einschließlich Extraktion von Substanzen. Gut, das habe ich ja dementsprechend hier drin, dieses Chemieding, ne? Arbeitsplatz des Labortechnikers, das brauchen wir ja auch nicht. Eine DIY-Tafel, ich glaube, das ist es, was wir brauchen, ne? Gehen wir kurz hier hin. So. Ein DIY-Tisch aufbauen. Habe ich das jetzt mit. Ach, egal. DIY. Ah ja, hier, Blunt. Gucke an. Wir brauchen das Bille Cannabis-Gedöns, ist klar. Und Zigarettenplätzchen und Tabak und dann kriegt man die Blunt. Wie ihr es auch geschrieben habt, ne? Amphetaminflächen, kleiner Dietrich herstellen, Paket kleines Bolo, okay. Das Bolo, kleiner Benzinkanister, großer Benzinkanister. Bensin, okay, also das kann ich über diesen DIY-Gedöns alles herstellen. Schaue an, schaue an, schaue an. 5 Gramm More Juhuna, 3 Gramm Amphetamin, geht nicht, sorry. Sorry, sorry, sorry. So, um 9, da sagen wir jetzt erstmal 4 und 5. Das ist okay, das kann ich alles noch so bedienen. Okay. Aber das ist die DIY-Tafel. Das ist jetzt aber trotzdem erstmal noch nicht wirklich das, wo ich sage, ist nice. Also ist nice im Sinne von, warte mal, ich bewege das Ding mal hier kurzerhand. Ist genau das, was ich mir jetzt hier gerade so vorgestellt habe. Mir geht es ja noch ein bisschen um den Labortisch hier. Labortechniker, Chemietafel, hier ist ja so eine Chemietafel, genau. Stelle ich mal kurzerhand hier hin. Und da mache ich aus Extraktion von Essigsäure aus Essig.
Ja. Es ist zwar kühl, aber nicht das, was ich brauche. Ich glaube, das Gelände müssen wir uns kaufen. Da kommen wir nicht drum rum. Weil ich brauche, also wir können ja jetzt, ich kann das Ganze hier über diese Amphetaminsalze machen. Ausstattung niedriger Qualität, Produktionsgelöst 10 Kilogramm, bla bla bla. Und hier kann ich das Ganze ummachen und dann brauche ich dieses Bl plus Calcium, also plus das. Und dann habe ich es ja, so. Aber wo kriege ich Calcium, Oxtrit, hast du alles nicht gesehen, Herr? Und dieses Bl muss ich ja auch irgendwo kaufen. Gehe ich mal stark davon aus, ne? Also, und das hier rauskriege ich es ja nicht. Das ist ja so die Sache. So, nochmal 3 Gramm. Ist auch noch in Ordnung. Habe ich auch noch Platz. Ja. Es ist, ja. Also, wie gesagt, ich war jetzt einfach mal tagsüber hier. Also, wir kaufen erstmal Tabak und Kugaki. Das ist erstmal in Ordnung. Muss man mal kurz gucken, hat der. Der hat noch 18 Gramm da unten. Das passt soweit alles. Warten wir jetzt erstmal kurzerhand ab, bis es hier weitergeht. Dann müssen wir eh nochmal in den Bunker. Finde neue Anbieter für Laborausrüstung. Das ist auch noch so eine Sache. Ich glaube, da sollten wir uns dann auch nochmal insgesamt Gedanken machen. Wo hier was ist. Okay, das ist da vorne und der eine ist da drüben. Da kommen wir eigentlich mal kurzerhand hier in den Roller rein. Und genau, dann mache ich das Ganze nämlich hier machen. Weil die Nachfrage nach Amphetaminen, die steigt halt dementsprechend jetzt so hoch. Aber ich kann es halt weiterhin noch nicht herstellen. Also jedenfalls weiß ich halt noch nicht wie. Ja. Also doch, ich weiß wie, aber ich komme halt noch nicht an die versichten Zutaten dran. Das ist so ein bisschen die größere Problematik an der Geschichte. Ich habe gemerkt, wenn ich bei den Händlern viel kaufe, geben die mir auch neues Zeug. Hey, how's business? Also sprich, hoppala, jo. Sprich, so mehr ich, was weiß ich, jetzt in den Supermarkt kaufe oder was der Teufel halt, ne, desto andere Waren bekomme ich am Ende des Tages dafür. Zum Beispiel habe ich jetzt, genau hier drüben. Zum Beispiel habe ich jetzt in den Supermarkt, wo wir jetzt gleich auf der Insel hingehen, wir haben ja sonst immer nur die Wasserflaschen gehabt. So, und dadurch, dass ich da jetzt einen Haufen gekauft hatte, haben wir da jetzt Wasser im 5-Liter-Bottich in dem Falle. Ne? Das ist natürlich ganz cool. Braucht man theoretisch weniger. Und so ist halt auch die Frage, kriegt man dann diese Chemikalien auch dadurch? Oder... Boah, satt. Müssten wir vielleicht mal ein bisschen rumreisen, nenne ich es jetzt einfach mal, um zu gucken. Ja, habe ich nichts, sorry. Um zu gucken, wie wo was wird hier. Und noch einer? Ja, das ist so ein Dingskunde. Oh, das ist ja nur ein Gelegenheitskunde. Den kann ich ansprechen. So, das sind nochmal 5 Gramm. Das sind nochmal 4 Gramm. Sehr schön. Dann müssen wir mal kurz angucken. Ich gehe jetzt einmal, oder springe eher gesagt, hier mal kurz runter. Danke. Ah, dann bin ich ja nämlich jetzt gleich wieder bei den Supermärkten. Ich weiß nicht, ob die schon wieder aufgestockt haben. Ja, ne, so 5 Liter hast du alles nicht gesehen. Gut, wir haben jetzt wenigstens schon mal wieder ein bisschen Kohle. Eine Packung Tabak. Nehme ich jetzt einfach mal. Und das Ethanol habe ich halt hier raus. Dann haben wir hier Essig. Das ist ja Essigsäure machen ganz. Das ist alles schön und gut, ne, aber bringt mir halt gerade mal gar nichts. Aber hier, ne, diese 5 Liter Wasserbottich-Dinger, Zigarettenpackung, Bastelzutat, ich weiß gar nicht, was man die braucht. Ja, wie gesagt, bis hier ist es schon mal nett. Aber egal. Wir können ja, oder wir müssen ja eher gesagt, diese Plan-Geschichte können wir jetzt gleich eigentlich erledigen. Das ist jetzt weniger das Problem, sofern das jetzt reicht, was ich habe.
Wollen wir mal gucken. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wo jetzt hier wieder. Guck mal, der ist schon wieder einer hier. Das ist perfekt, dass ich das gleich angenommen habe. Das ist immer noch die alte, die mir auf den Sack geht. Stimmt, ich habe gar nicht genug dabei, das ist ein bisschen problematisch gerade. Ich habe jetzt noch 3 Gramm und ich soll 4 liefern, ne? Ja, na, das ist natürlich, das ist bei der Krise. Aber gut, da muss er halt ein bisschen warten. Das kann ich jetzt nie enden. So, gehen wir erstmal kurz die Hand hier runter. Dann gucken wir erstmal, ob wir diese Blendgeschichten da herstellen können. Was ja nur wiederum am DIY-Tisch geht. Und nicht mehr am Chemietisch. Warum auch immer, aber. Gehen wir halt am DIY-Tisch. Ne? Da habe ich ja nicht das Problem jetzt damit. So, moin. Gut, also gehen wir mal an den DIY-Tisch und stellen Blends her. 15 Stück und dafür brauche ich den Tabak. Und den kann ich natürlich hier nicht auspacken, ist klar. Den muss ich an dem Tisch auspacken, den Tabak hier. Wenn du das mal wieder öffnest, dankeschön. Gut. Ich habe nur 11 Kilo Speicher, merke ich gerade. Ist gar nicht mal so gut. Also Substanzspeicher. So. Tabak rausholen. Ah, da kann man aus Zigaretten den Tabak rausholen, verstehen. So, jetzt soll ich hier 15 Stück machen. Das sind 7,5 Gramm plus 7,5 Gramm Tabak plus 15 solche Dinger. Passt. Da brauche ein Blend 2 Minuten und 30 Sekunden. Sehr schön. Finde ich. Naja, gut. Sollen sie alle machen? Sollen sie alle machen. Gut. Trucks und Trucks und Trucks und hier und da. Und hast du alles nicht gesehen? Habe ich so 50 Tüten, habe ich doch bestimmt einstecken, oder? Denn, ihr seid ja Füchse. Ihr habt mir ja den Tipp gegeben, mach immer einen Grammbeutel. Weil sonst kommst du A nicht mehr hinterher und B ist das einfach zu handhaben. Und ich muss ja durchaus zustimmen. Ja, logisch, ja, klar, 1 Gramm musst du halt immer nur eingeben, hier, dies, das. Brauchst du halt einen Haufen Tüten. Aber die Tüten kriegst du ja hinterher geschmissen. Na, somit muss ich nicht immer gucken, 5 Gramm hier, das Gramm da, sondern zack, eine Bude und fertig aus, Mickey Maus. Ne? Habt ihr recht. Ja, also. Das wusstet ihr bestimmt selber, dass ihr recht habt, aber ich wollte es euch nochmal bestätigen. Habt ihr ja logischerweise recht, das ist klar. Deswegen wollen wir das mal so handhaben. Wie wir es handhaben. Das Wege. Wie gesagt, wir müssen aber heute, gerade jetzt tagsüber, Kohle machen. Denn ich glaube, ich muss einen Haufen Kohle ausgeben, um mir noch irgendwie mehr zu haben. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, wo sich hier. Die Typen verstecken sich ja auch immer so herrlich. Ah, hier. My man. My man, my man. So. Later. Habe ich nicht schon den nächsten Termin noch geplant? Ja, ne? Für 11. Der jetzt gleich ist. Da warte ich mal kurz ab, wo die spawnen. Währenddessen gucke ich mal kurzerhand hier hin. Das ist diese Joint-Geschichte. Was ist hier oben? Petrus Haus. Billy Goodman. Aber diese Laborausrüstung. Finde einen Anbieter für neue Laborausrüstung. Cannabis und Gerätegeschäft, genau. Und da wird es doch bestimmt auch irgend so Amphetamin. Hast du alles nicht gesehen, Geschäft geben für neue Also, ne? Das ist ja im Endeffekt auch die Mission. Wir brauchen ein besseres Boot. Finde neue Anbieter. Weitere. Ausweitung und Anbau, Kontakte, Quellen für bessere Laborausrüstung finden. Das kann wieder alles und nichts bedeuten. Machen wir mal gucken. Ich will aber eigentlich schon nicht permanent in Quests erstmal nachher rennen. Hey, you're not a cop, right? Sondern erstmal auch ein bisschen hier vorankommen. Weil nicht, dass wir dann, dass die Quests dann so weit fortdings sind und dann kommst du ja von eins ins andere und weißt nicht mehr wohin. So frei nach dem Motto. Okay, gut, warte mal, jetzt haben wir erstmal das. Aber. Ja, warte mal, wir haben ja einen Supermarkt. Der ist ja weiter oben. Warte mal, erstmal kurz hier. 6 Gramm machen wir. 4 Gramm machen wir. Die kleine Insel lasse ich jetzt hier einfach mal. Das ist mir jetzt relativ egal.
Dass ich ja nicht, dass man ja nicht frei fahren kann, macht das alles ein bisschen komplizierter. Ich meine, bis ich dahin fertig bin, ne, dann passt das Wetter, da habe ich auch, sag schon, da habe ich bis dahin auch die Pflanz fertig. Aber hier auf der Seite ist nichts weiter. Ich habe hier drüben noch neue Kunden, theoretisch gesehen. Moin. So, guck mal, was haben wir denn hier? Hier haben wir Bier, hier haben wir eine Packung Zucker. Hier haben wir eine Packung Mehl. Ich glaube, Mehl wurde gebraucht, oder? Zucker, Mehl, Salz, Mohnsamen, Kakaobutter, Ethanol habe ich, Essig braucht man nicht, Aceton ist eine Säure, schön. Oh, guck mal, wir haben sogar 5 Kilo immer. Das ist natürlich, also 5 Kilo Dings hier ist natürlich top, nämlich. Synthetischer Dünger, eine Kneifzange, eine Landkarte, irgendwelche Klamotten, Med-Bandage, Medizin neutralisiert Blutungseffekte bei Anwendung. Okay. Tja. Bräuchte. Wo habe ich denn das Gelimbe gebraucht? Aber ne, ich brauche eigentlich nur diese Säuregeschichte. Aceton, das ist alles schick schön, aber brauchen wir theoretisch gesehen nicht. Aber vielleicht gibt der mir das hier nach einer Weile. Was ich ja nicht mehr abstreiten wollen würde. Hm. Ja, dass die diese Säuregeschichten hier haben, aber ich muss halt weiter da nach oben. Ich habe momentan echt keine Kohle. Also relativ wenig Kohle, sagen wir es mal eher so. Ich glaube, auf dem 12 ist jetzt erstmal das nächste Ding wieder geplant. Guck mal kurzerhand hier, hier ist halt dieses Sammel. Langsam. Geht's ganz schön tief runter. Halleluja. Hier ist so ein komischer Sammelplatz. Kommen wir denn hier rein? Da war ich noch gar nicht, davon abgesehen. Ach, der Sammelplatz ist hier unten, oder was? Gut, da ist noch gerade kein Schwein. Noch Häuser zu verkaufen. Was ist das? Polizia? Ah. Hier ist die Polizei, also guck mal an. Okay. Haben wir schon mal wieder ein neues Gebäude entdeckt. Da unten ist einer und da drüben ist einer. Na ja, gut, dann können wir ja dementsprechend wieder rennen. Slash, müssen rennen. Beziehungsweise ich muss erstmal zum Roller, dann können wir fahren. So sieht's aus. Naja, naja, naja. Also da haben wir dort, also vielleicht dort in den Supermarkt. Kann ich es mir vorstellen. Sobald wir den gewissen Ruf dafür haben. Ja. Ansonsten wird's schwierig. Weil wie gesagt, die hier, die haben so Benzingeschichten und so, das ist alles sonst so, wie es halt ist, so frei nach dem Motto. Na, aber jetzt, wie gesagt, Kalium-Shit, aber ja, gut, wie soll's denn so herkriegen? Also es gibt noch einen extra Handel dafür, den ich noch nicht gefunden habe. Kann natürlich auch sein. Wird sich dann ja dementsprechend ergeben. So. Sind die Pflanze jetzt erstmal fertig? Oh, freut mir. Und hier. Na, geht mal wieder nicht alles mit rein, weil Speicher voll. Oh, warte mal, die Liefer stehen hier erstmal ab, dass wir das erstmal haben. So, what's up, man? Thanks, man. Ah ja, hab ich den da jetzt angestellt? Ist das jetzt ein Dude von mir? Nee, ist kein Dude von mir. Gut, hätte ja durchaus sein können, dass wir das halt dementsprechend da hätten. Aber nö. Haben zwar irgendwie da einen Typen freigeschalten, was schön ist.
Aber das ist es dann auch schon mit gewesen. So. Gut. Dann müssen wir mal kurzerhand hier runter. Oder eher gesagt, hier hin. Steht da nämlich, steht die innen rum. Ja, ja, a beautiful day. Was willst du hier? So. Hätten wir das und der andere ist noch hier drüben. Aber in der Bar kriege ich die Chemikalien auch nicht. Davon mal abgesehen. Also wie du es machst, machst du es eigentlich nicht falsch. Das nervt mich aber, weil ich will das Zeug eigentlich herstellen. Ich meine, ist ja eine Nachfrage, also wir könnten ja die Nachfrage relativ schnell erhöhen. Aber, wie gesagt, Ethanol hab ich, dieses Kalium nicht. Und dieses... auch nicht. Na? Das ist so die Sache. Wir brauchen ja auch nur grammweise, wie ihr seht. Ne? Also gut, es wird ja nicht allzu viel hergestellt und bla bla bla. Ne? Und hier und da. Und hihihi, ja, aber trotz all dem. Nervt ein bisschen. Nervt ein bisschen. So, wo muss ich denn... warte mal, das... ach Gott, deswegen kann ich gleich wieder hier absteigen. Nein. What took you so long? Nö, so hier. Okay, it's time for me. Later. Later. Jo. Aber ich denke mal, spätestens in der nächsten Folge werden wir es können, weil ich dank euren Kommentaren bestimmt wisse, was Phase ist. Bilde ich mir jetzt einfach mal ein. Ne? Deswegen. Das wird schon. So, mal kurz absteigen. Blutverbrauch ist natürlich auch relativ hoch durch den Roller. Aber gut, wir können uns irgendwann eine Karre kaufen. Das wäre jetzt auch weniger das Problem. Wo treibt sich der Typ ja schon wieder rum hier? Moin. Ja, yes, Goodies. Ja, Goodies. Erstmal 3. Und dann nochmal 2. Nice. So. Dann geht's immer hier rüber und dann gehen wir doch mal auf unsere kleine Insel und zacken auch mal das Geld von unserem Dealer ein. Und lassen den, ich weiß gar nicht, wie sieht denn das aus, was hat denn der noch? Ja, dass der immer hier rumwarnt. Kann er das mal wegmachen? Neun Gramm hat er noch, na gut, den sollte man dann dementsprechend wirklich mal wieder was geben. Wenn wir gleich hier drüben auf der Insel sind. Habe ich jetzt, ne, ich habe jetzt noch Marihuana eingenommen, ne? Perfekt. So. Passt soweit. Ja, das war ja wieder hier in dieser riesen Kacke hier. Nein. Hello there. Que bueno ver. Haben wir 30 Gramm Ei stecken, so ist es ja nett. So, neue Kunden. Kannst du kriegen. Hätten wir nämlich das erstmal, weil wenn ich jetzt gleich rüber auf die kleine Insel scheppere. Dass wir dann wenigstens noch genug Zeug halt haben. Also einmal für den und einmal, ne, für unseren Dealer und einmal Dings. Also wenn ich den Dealer jetzt vielleicht nochmal 15 Gramm gebe, reicht es. Wenn ich die zwei dann hier noch drüben abarbeiten kann, dann sollte das eigentlich auch noch gehen. Warte mal, schau es mal unter den Sprit rein. Was los, Digga? Bargeld angenommen, freut mir. So, kann ich hier droppen? Ich gebe dir einfach mal 15 Gramm, wenn es okay ist.
Und dann passt das und dann holt er das jetzt ab, ne? In was weiß ich wie vielen Dingern. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder? Na, Storno, ich hab den das jetzt schon, glaube ich, gegeben. Und er holt das dann, glaube ich, einfach nochmal neu ab und dann passt das. Aber die Kohle haben wir da eingesackt, da haben wir die Mission. Dann nehme ich jetzt auch immer. Jawohl. Nein, du nicht. Du hier, ne? Ah, there you are. Sehr schön, hat man das nämlich auch erledigt. Bei der hier. Bienvenido de nuevo. Necesitas algo? Gut, das ist immer Level 0, weil ich habe bei der so gut wie nichts gekauft. Ich wüsste jetzt nicht, was ich bei der kaufen sollte. Ich glaube, ich kann hier Bier, Ess, Wasser, hast du alleine gesehen, kaufen. Aber brauchen wir jetzt hier Level 1 mehr. Ja, ja, Gesundheit, Gesundheit. Also wie gesagt, ich gehe mal stark davon aus, die nächsten Dinger sind wieder hier drüben, ne? Immer. Und immer, ne? Immer komplett wieder hier drüben, ja. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, es geht um die zwei Dinger und vor allen Dingen, wie ich halt Dealer mit anstellen kann. Das ist dann auch noch so die Frage der Fragen. Das würde mich in dem Falle dann noch blendend interessieren. Aber meine Süßen, wir sind erstmal fertig für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video einfach wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Zwecks hier diesen zwei Chemikalien und den Mitarbeiter da anstellen. Dass wir hier dann endlich auch mal in dem Bereich vorankommen. Ja, ja. In dem Bereich dementsprechend vorankommen. Tschüssikowski. Tschüss.